Hey, hier ist Kamal von TechStage und wir sind hier auf dem GSMA Mobile World Congress 2015 in Barcelona, Spanien, auf der Pressekonferenz von HTC. Der Hersteller hat heute drei neue Produkte gezeigt, unter anderem dieses Smartphone hier. Das ist das Flagship-Phone für das Jahr 2015. Das hier ist das HTC One M9. Was das alles kann, wie es sich von seinem Vorgänger unterscheidet, das alles und vieles mehr wollen wir uns jetzt anschauen. Bleibt dran, jetzt geht's los. Das ist es also, das ist das HTC One M9. Das Telefon sieht von der vorderen als auch von der hinteren Seite so aus wie sein Vorgänger, dem HTC One M8. Es hat die gleiche vordere Seite, aber auch die gleiche hintere Seite, die abgekürft ist. Aber es gibt schon einige optische Änderungen, vor allem die Hardware wurde verändert. Aber fangen wir erstmal Schritt für Schritt an, was hat sich optisch alles verändert. Schauen wir uns hier die vordere Seite an. Der Rahmen ist etwas schmaler geworden, wodurch das Telefon nicht mehr allzu breit ist, sondern schon etwas schmaler. Das macht das Telefon etwas kompakter. Aber auch dieser schwarze Balken mit dem HTC-Logo, was viele nicht mögen, ist von der Höhe her etwas kleiner geworden, wodurch das Telefon von der Höhe her etwas reduziert wurde. Es ist also kleiner, als aber auch schmaler als das One M8. Lediglich ist es etwas dicker geworden als das HTC One M8. Und die Masse hat etwas abgenommen. Statt 160 Gramm haben wir jetzt nur noch 157 Gramm. Ja, ist nicht viel, auch nicht überhaupt nicht erwähnenswert, aber hier auf dem Datenblatt steht das natürlich so. Das soweit zu der Physik, zu dem Äußeren. Wenn wir gerade hier bei der vorderen Seite sind, was haben wir hier alles? Wir haben die Stereo-Lautsprecher von HTC, die mit dem ersten One angeführt wurden. Die wurden in dieser Generation überarbeitet, wurden verbessert, aber auch sie bringen Unterstützung für Dolby Surround Audio mit. Das heißt, man kann in den Einstellungen sagen, ich möchte einen Kinomodus haben, ich möchte einen Musikmodus haben. Das Ganze lässt sich einstellen. Im Lieferumfang befinden sich sehr hochwertige Kopfhörer, die sind Dolby-fähig. Und wer dann etwas Erweitertes, etwas Teures haben möchte, der kann dann zusätzlich nochmal optional etwas kaufen. Das bietet dann HTC auch an. Aber ja, okay, das sind die Lautsprecher. Dann haben wir noch eine Kamera hier oben. Das ist die Ultra-Pixel-Kamera, die wir im One M8 auf der Rückseite hatten. Dieses Mal ist es in der Generation hier vorne. Und so sieht die vordere Seite aus. Das Allerwichtigste natürlich, das Display ist 5 Zoll in der Diagonale groß, noch ganz normal gehalten. Und die Auflösung ist FHD und nicht QHD, also 1920 x 1080 Pixel. Und die Pixeldichte beträgt 480 ppi. HTC hat sich gegen QHD entschieden, weil denen schon wichtig ist, dass der Akku etwas länger hält als nur 8 oder 9 Stunden. HTC sagt hier 1,5 bis 2 Tage ist unser Ziel. Das konnten wir natürlich nicht in der kurzen Zeit prüfen, aber ja, bei 2840 mAh könnte das hinhauen. Das zeigt dann natürlich einen Test. Und das ist eigentlich auch schon die vordere Seite. Ich drehe das hier von einmal um. Was wir hier haben, ist natürlich die Kamera. Was wir hier nicht haben im Vergleich zum One M8, ist die zweite Kamera, die normalerweise hier oben ist. Diese sogenannte U-Focus-Kamera, die für nachträgliches Schärfen nachträgliches Tiefenschärfe verantwortlich ist. Die gibt es hier nicht mehr. Dafür gibt es ein Software-Feature in der Kamera, das nennt sich dann Bokeh. Aber ja, diese Kamera, die wir hier haben, das ist eine 20,1 Megapixel-Kamera. Der Sensor kommt von Toshiba. Und HTC hat sich dafür entschieden, etwas hochauflösend zu nehmen, statt im One M7 oder One M8 4 Megapixel. Hier haben wir jetzt wirklich 20 Megapixel, also das Fünffache von dem, was normalerweise vorhanden war. Die Kamera wird unterstützt durch eine Dual-LED mit zwei verschiedenen Farbtönen und die Kamera ragt etwas aus dem Gehäuse heraus. Das ist nicht so schlimm wie gedacht, denn sie wird geschützt durch Saphirglas, wie man es vom iPhone kennt. Und aber auch ganz wichtig, die Balance stimmt. Das heißt, das Telefon wackelt nicht hin und her, die Balance stimmt ja schon und das ist auch gut gemacht. Sprechen wir von zwei verschiedenen Farbtönen, kommen wir zum Gehäuse nochmal zurück. Es ist IPX3 zertifiziert, das heißt Regenwasser macht dem Telefon überhaupt kein Problem. Aber ihr seht schon, das hier hinten ist Silber, gebrushed. Nicht das Silber, was man von One M7 kennt, matt, sondern es ist ein sehr neues Silber. Und es hat einen Film drauf, das dafür sorgt, dass es nicht so schnell zerkratzt. Hier haben wir Silber und hier der Rahmen ist aus Gold gemacht. HTC verwendet hier eine sehr aufwendige Technik, so haben sie es uns erzählt. Sie verwenden zwei verschiedene Metalle, die sie unterschiedlich anodisieren. Das heißt, das wird erstmal anodisiert und dann wird es maskiert und dann wird der Rahmen nochmal speziell anodisiert, sodass man einen zweiten Farbton bekommt. Insgesamt gibt es drei verschiedene Farben. Was wir hier haben, ist Silver on Gold.
Dann gibt es noch Gunmetal, Off Gunmetal, das ist dann etwas schwarz. Und dann für diejenigen, die noch Gold wollen, gibt es Gold on Gold. Und das sind die drei verschiedenen Farben. Je nachdem, was man dann kauft, hat man eine andere Rückseite und einen anderen Rahmen. Einen durchgehenden hat man leider nicht. Das ist HTCs neue Designsprache. Was sich auch verändert hat, ich habe hier die An-Aus-Leise-Taste nicht mehr hier oben, sondern auf der rechten Seite. Das ist bequem für Rechtshänder und das ist auch bequem für Linkshänder und ich muss nicht mehr den hier machen, gerade bei einem großen Telefon wie dem One. Das ist eigentlich auch schon das Äußere gewesen. Ich habe hier noch Infrarot und ich habe hier natürlich noch 3,5 mm Klinkenanschluss, Micro-USB. Insgesamt fühlt sich das Telefon sehr hochwertig an, wirklich sehr, sehr hochwertig. Ein Premium-Smartphone und man merkt halt das Metall und das Ganze wird wirklich sehr gut verarbeitet. Das Telefon beinhaltet einen QSD 810 Octa-Core-Prozessor mit 64 Bit. Vier Prozessoren unterstützen 2 GHz und vier unterstützen 1,5 GHz. Der Arbeitsspeicher ist 3 GB groß und der interne Speicher ist 32 GB groß, wobei dem Nutzer dann nur 22 GB zur Verfügung stehen. Wer möchte, kann natürlich auch eine Speicherkarte einlegen, MicroSDXC-Karte, 128 GB und die SIM-Karte, das ist die Nano-SIM-Karte, die hier reinkommt. Das ist das Telefon so von Äußeren. Schauen wir uns die Software an. Das zugrunde liegende Betriebssystem hier, Android OS 5.0.2 Lollipop. Und die Oberfläche ist HTC Sense UI 7 oder HTC 7 Sense nennen sie seit kurzem. Die wohl größte Neuheit ist die Oberfläche. Man kann das Telefon sehr stark individualisieren, aber auch personalisieren. Wovon spreche ich eigentlich? Nun, man kann das Telefon aus der Kiste holen und sagen, mir gefällt das ab Werk eingestellte Design nicht. Dafür gibt es jetzt nun eine sehr starke Theme Engine. Ich kann mir etwas aussuchen aus dem Theme Store. Das Ganze ist kostenlos. Aber ich kann auch etwas Neues machen. Ich kann zum Beispiel ein Bild machen von einer Allee im Herbst und sagen, basierend auf das Bild möchte ich ein Theme haben und das wird dann erstellt automatisch mit den Kontrasten, mit den Farben, die miteinander harmonieren. Ich kann aber auch Schriftarten auswählen, die Schriftarten verändern, all diese ganzen Sachen lassen sich hier einstellen und dann habe ich ein sehr stark individualisierbares Smartphone vor mir. HTC ist es auch wichtig, dass man quasi hier das alles macht und das forcieren sie auch. Sie bieten von ihrer eigenen Seite aus schon Skins an, Themes an, die man sich installieren kann. Das Ganze ist dann kostenlos. Was auch neu ist, Blinkfeed hat jetzt einen Lockscreen bekommen, das heißt in der Displaysperre kann ich schon bei mir morgens meine News lesen und sehen, okay, was gerade los ist. Etwas Neues, das nennt sich Smart Launcher, das ist dieser Bereich hier, der ist unterteilt in drei verschiedenen Kategorien, unterwegs, Arbeit und zu Hause. Das Telefon merkt aufgrund meiner Nutzung und meinem Ortes, wo ich gerade bin und schlägt mir dann entsprechend dann die Apps vor, die ich dann brauche oder gebrauchen könnte. Brauche, weil sie tatsächlich installiert sind und gebrauchen könnte, weil er mir dann Vorschläge aus dem App Store macht und sagt, hey, du bist auf der Arbeit und du hörst viel Musik, probier's doch mal vielleicht mit Spotify oder sowas. Solche Geschichten. Das Ganze ist auch dabei. Funktioniert tadellos jetzt in diesen Tagen, in denen wir das Telefon ausprobiert haben. Insgesamt ist das quasi die Software. Ansonsten gibt es noch von HTC einen neuen HTC Connect Standard. Den gibt es eigentlich ja schon seit etwas längerem, seit der One X-Reihe. Aber jetzt kann man mit dem Telefon auch unterschiedliche Lautsprecher zu Hause adressieren. Eine große Herstellerliste findet ihr auf techstage.de und dann kann ich sagen, ich möchte im Wohnzimmer diesen Song haben, in meinem Arbeitszimmer möchte ich so entspannte Musik haben. Das Ganze lässt sich dann hier einstellen. Das ist quasi insgesamt das HTC One M9. Es kommt ab dem 31. März 2015 nach Deutschland in den drei Farben, nämlich Silver on Gold, Gunmetal on Gunmetal und Gold on Gold. Die UVP lautet 749 €. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald.